Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Indie-Freitag. Heute spiele ich das kleine Spiel Butterfly's Dream. Es ist von einem Solo-Entwickler in Brasilien entwickelt worden, unter dem Entwicklernamen The Philosophical School of Games. Und ja, es wird auch etwas philosophisch in dem Spiel. Es ist zum Entspannen und einfach ein wenig, ja, abschalten. Man spielt einen kleinen Schmetterling, sammelt unterschiedliche Flügelskins ein, macht schicke Fotos und das war's auch schon. Ja, man erkundet einfach ein wenig die Umgebung. Das Ganze kostet auf Steam auch nur 1,60 €. Ich bin dank des Indie Game Collectives auf das Spiel aufmerksam geworden. Und vielleicht sagt dem einen oder anderen der Titel schon so ein bisschen was, aber es wird auch sehr um die chinesische Philosophie gehen. Denn Schmetterlingstraum ist ein Werk von einem chinesischen Philosophen. Und ich bin gespannt, inwiefern das hier im Spiel vielleicht noch eine Rolle spielt. Deshalb starten wir mal. So, wir fliegen hier gerade über das Wasser. Mit QE kann ich die Flügel ändern. Ja gut, ich habe keine anderen Flügel. Ich kann auch landen und dann mit Leertaste wieder abheben. Okay. Und ich kann zoomen. Das finde ich gut. Okay, da kann ich anscheinend Fotos machen von den Tierchen. Moment. Ich versuche gerade noch zu gucken, wie ich hier die Kamera am sinnvollsten positioniere. Aber ich drücke auch die ganze Zeit intuitiv W. Dabei fliegt der Schmetterling von ganz alleine nach vorne. So, ich kann hier jetzt Quick Photo Camera Mode. Ah, okay. Die drei Hühner fotografiere ich mal. Wunderschön. Okay, mit AD komme ich zur Seite. Ja, alles klar. Ich will mal schauen, was man hier einsammeln kann. Ich sag ja, es ist wirklich ein ganz entspanntes, gemütliches Spiel. Ich guck mal kurz. Ah, okay, mit rechter Maustaste kann ich ausblenden und ein bisschen schneller werden. Es hilft, wenn man einfach mal so ein bisschen rumklickt und ausprobiert. Jetzt habe ich grüne Flügel. Das heißt, mit Q und E kann ich die jetzt wechseln. Alles klar. Okay, das bedeutet natürlich auch, dass ich Lust habe, hier weitere Flügel zu finden. Foto. Ich kann also hier auch direkt im Vorbeifliegen Bilder machen. Oh, über mir ist Kram zum Einsammeln. Sekunde. Ich finde das mit dem Einsammeln noch ein bisschen schwierig. Weil der Schmetterling so klein ist im Vergleich zu diesen riesigen Leuchtdingern. So, ich habe neue Flügel. Man kriegt die auch sofort in dem Moment. Das finde ich ganz angenehm. Ja, okay, ich muss aufhören, ständig W zu drücken. Ich zoome mal wieder ein bisschen näher ran. Ich will mal bei dem Haus vorbeischauen. Hier ist zu viel Zeug, was man einsammeln kann. Definitiv. Viel zu viel Zeug. Hühner! Sehr kuriose Flügeldesigns. Oh, da ist ein Tierchen. Ein Frosch. Das war kein schönes Bild, aber... Ach so, nie. Nee, nee, nee. Ich wollte abbremsen mit S. Mit S sinkt man nur. Ja, es ist definitiv ein Spiel, wo man einfach sich eine schöne Position auch suchen kann und dann tolle Fotos machen kann. Vorausgesetzt natürlich, man mag das grundsätzliche Design der Spielwelt. Die ist ja schon sehr stilisiert. Und ich glaube, man muss auch so ein bisschen ein Faible für chinesische Philosophie und Musik haben. Ich will hier mal fotografieren. Da sind ja richtig viele. Zack. Ganz viele Vögel. Okay, also man kriegt auch Belohnung, wenn man hier die Hühner und Vögel fotografiert. Upsi. Ich dachte, ich wäre schon rum. Okay, wenn man nicht die rechte Maustaste gedrückt hält, kommt es einem vor, als würde man sich ganz langsam in Zeitlupe fortbewegen. Es ist ja auch nur ein kleiner Schmetterling.
Es ist ja nur ein kleiner Schmetterling. Da sind noch Kühe. Und auch schöne Berge. Ja, in der Beschreibung des Spiels steht, dass es sich sehr an chinesische Landschaftsmalerei orientiert. Und ich sehe da Ähnlichkeiten. Die Art und Weise, wie die Berge aussehen, auf jeden Fall. Mir persönlich ist es ein bisschen zu bunt, aber das liegt daran, also für chinesische Landschaftsmalerei, aber das liegt daran, dass ich da vornehmlich in der südlichen Song-Dynastie unterwegs bin. Zack, Foto. Und wenn das Spiel tatsächlich rund um den Schmetterlingstraum eigentlich sich dreht, nun, dann ist die Song-Dynastie viel, viel später. Denn Autor des Schmetterlingstraums, huch, gerade noch sogar erwischt. Hallo Mensch! Euch kann man auch fotografieren? Ach cool. Ja, Zhuangzi, der hat so um 300 vor Christus gelebt. Das war noch vor der Einigung Chinas. Das ist schon ein bisschen her. Ein paar Tage. Manchmal werde ich super schnell mit Rechtsklick und manchmal ist es ein bisschen schwierig. Hat der Schmetterling nicht genug PS oder so. Ich hoffe, es ist jetzt okay, dass ich hier so im Vorbeifliegen die ganze Zeit die Fotos mache und nicht auf das eine perfekte Bild aus bin. Ich will einfach ein bisschen hier mir auch die Umgebung anschauen und vor allem die ganzen verschiedenen Schmetterlingsflügel. Wir haben schon einige zusammen. Sieht man denn auch, wie viele man hat irgendwo? Ach hier. Ich muss mehr Vögel fotografieren. Mehr Frösche, mehr Fische, mehr Spinnen. Schlangen habe ich noch gar keine gesehen. Schnecken gibt es wohl auch. Und Wren, das sind Menschen. Und ich habe immerhin schon 10 von 51 Schmetterlingsflügeln. Moment mal, waren jetzt die... Rinder waren schon durch, okay. Das heißt, ich muss mich jetzt wirklich auf Insekten und Vögel konzentrieren. Na toll. Und Menschen. Hallo Mensch. Ich habe bisher Spinnen und Schnecken, ehrlicherweise, noch nicht einmal gesehen. Zählt das jetzt so im Vorbei? Nope, hat nicht gezählt. Schade. Warum nicht? Der hat auch kein Fotosymbol um sich rum. Aus irgendwelchen Gründen. Die Dame, habe ich sie schon fotografiert? Kann ich mich nicht dran erinnern. War das nicht da hinten am Wasser, dass ich Fotos gemacht habe? Naja, gut. Ich flieg mal hinten in die Ecke, wo es noch was zum Einsammeln gibt. Ich habe leider gar keine Orientierung. Wenn es jetzt darum geht, euch neue Gebiete zu zeigen oder so. Sorry. Weiß ich nicht, wohin. Da ist doch was Kleines. Im Gestrüpp. Ich glaube, das hat getäuscht. Schade. Ich dachte, da wäre vielleicht eine Spinne oder so. So. Ich will auch ein bisschen nach oben mal. Also ich würde gerne... Da hoch. Ja, da oben ist auch Kram zum Einsammeln. Dass wir uns auch die Berglandschaft ein bisschen anschauen können. Berge und Wasser. Ganz wichtig. Dass die beieinander sind. Aber es gibt so viel zum Einsammeln. Vermutlich bei den... Ah, da ist ein Vogel. In den Blättern oben irgendwo. Ach nee, das... Nee, du bist ein Frosch. Dich will ich doch gar nicht, oder? Fehlen noch Frösche? Doch, Frösche fehlen auch. Ich nehme alles zurück. Aber ja, deshalb, also jetzt hinsichtlich der Spieltiefe und so, deshalb möchte ich da nochmal erwähnen, das Spiel kostet halt auch nur 1,60 Euro und ist eben mit Unity erstellt worden. Aber es ist auf jeden Fall ein schönes, entspanntes Spiel. Die Maus könnte ein bisschen empfindlicher sein. Da ist sie ist ein bisschen sehr mit viel Rudern und Wischen
unterwegs, damit man die Kamera hier ordentlich einstellen kann. Und ich finde hier die Sammelgeschichten schwierig zu erwischen teilweise. Das hätte man noch besser lösen können. Kann ich ganz da oben drauf auf den Berg? Oh Gott. Ich werde euch natürlich heute nicht das gesamte Gebiet hier zeigen können. Also, so optimistisch bin ich dann auch nicht unterwegs. Oh, hier ist doch schön. Ein nettes kleines Plateau. Da hinten sitzt jemand. Foto. Der hat auch irgendein komisches Leuchteding vor sich, was man einsammeln kann. Sekündchen. Bin ich dran? Oh. Teleport zu einem neuen Gebiet? Ach nein. Once Trunce dreamt he was a butterfly. A butterfly flitting and fluttering around. Happy with himself and doing as he pleased. He didn't know he was Trunce. Suddenly he woke up and there he was, solid and unmistakable Trunce. But he didn't know if he was Trunce who had dreamt he was a butterfly or a butterfly dreaming he was Trunce. Between Trunce and a butterfly there must be some distinction. This is called the transformation of things. Der ewige Wandel ist das große Thema bei Trunce, der im Englischen Trunzu heißt. Von Burton Watson übersetzt, okay. Ja, Schmetterlingstraum ist das Werk. Der Text, den wir hier gerade gesehen haben, ist vom Schmetterlingstraum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schmetterling. Und es ist eben ein, taoistischer Gelehrter. Bin ich jetzt dahin? Wow, ich wollte eigentlich mich nur umgucken und ein bisschen Tempo machen. Um zu sehen, welche Ecke ich mich jetzt als nächstes hin verirre. Hier, Foto von ihm habe ich ja gemacht. Das zählt ja hoffentlich. Ja, sehr schön. Okay. Schlangen habe ich noch keine einzige gesehen. Da ist ein Boot auf dem Wasser. Oh, oh, wie schade. Die Welt endet an der Stelle. Das Boot können wir gar nicht erreichen. Ach, schade. Das finde ich jetzt natürlich nicht so schön gelöst. Sind hier keine Fische im Wasser? Bisschen traurig. Bisschen traurig, dass da gar nichts los ist. Okay, das war nicht ich, die da den Schmetterling gesteuert hat. Ups, okay, die Kamera kann richtig schnell unter den Boden glitschen. Na, finde ich schade. Aber ja, beim Schmetterlingstraum geht es eben darum, dass der Gelehrte davon träumt, ein Schmetterling zu sein und dann aufwacht und feststellt, ach nein, ich bin ja trotzdem noch ich. Aber sich dann eben hinterfragt, ob es dann nicht vielleicht so ist, dass der Schmetterling gerade in dem Moment davon träumt, ein Mensch zu sein. Und er in Wahrheit der Schmetterling ist, der träumt. Philosophie. Habe ich dich schon fotografiert? Nein, habe ich nicht. Ich habe das Gefühl, von Menschen haben sie hier auch nicht so viele. Da muss man schon ein bisschen suchen. Hier in dem Haus war ich drin. Dort am Wasser, die Dame, habe ich auch fotografiert. Ich gehe jetzt einfach mal hier nach oben. Der Wasserfall, das ist tatsächlich chinesische Malerei. Man kann drüber streiten, ob es optisch auch so gut umgesetzt wurde. Ich mag es, dass es so doppelte Linien hat, um dieses Malerische noch so ein bisschen, oh nein, zu unterstreichen. Ich drücke zu oft S, um zu verlangsamen. Das ist mein Fehler. Ich finde die Idee des Spiels sehr cool, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob man es nicht tatsächlich mit wenigen Mitteln
sogar noch immersiver hätte gestalten können. Man muss sich halt bewusst sein, dass die Texturen wirklich als malerische Komponente gedacht sind. Weil ich bin da vielleicht auch kritischer als der normale Spieler. Weiß ich nicht. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es so findet. Und auch... Oh, da ist eine Schlange. Schlange, komm her. Bewegst du dich? Die ist irgendwie eingefroren, die Schlange. Naja, fotografiert. Okay, das heißt also auf zu dem Wasserfall. Moment, wo war der? Da hinten. Ich weiß, da war jetzt noch ein Flügel, den ich einsammeln kann, aber wie gesagt, ich kann leider nicht alle Flügel einsammeln. Ich klicke ständig S zum Verlangsamen. Das ist furchtbar. Und dann bin ich irritiert. Wie komme ich nochmal nach unten? Ach ja, mit S. Ach, so ein schöner Bambuswald. Im Bambuswald leben Schlangen. Man sieht sie auf dem Bild nicht, kann mir keiner erzählen, aber fürs Spiel hat es offensichtlich gereicht. Ich glaube auch, dass mein Gequatsche über die Musik und die Atmosphäre so ein bisschen was von der Immersion kaputt macht. Ganz leicht. Man soll da schon mit Kopfhörern auf einfach ein bisschen eintauchen und abschalten. Hier ist so viel Zeug zum Einsammeln. Das kann ich doch nicht alles ignorieren und liegen lassen. Schlimm. Ah, das ist apropos schlimm. Das ist auch schlimm. Da hat sich jetzt der Schmetterling einfach an den Rand gesetzt und dann rastet die Kamera total aus. Was ist da unten? Frosch. Noch ein Fröschchen gefunden. Das Wasser ist vielleicht aber nicht schlecht hier, der Fluss, für ein paar Fische. Wenn ich die doch auch fotografieren soll. Oh, da ist ein Vogel. Wie viele Vögel habe ich? 4 bislang. Da sind noch mehr Hühner. Eine Brücke. War hier nicht noch was zum Einsammeln? Habe ich das geträumt? Da hinten ist noch was. Oh, sind da Fische? Das sieht mir aus wie Fische. Einmal wenden. Wie wäre das mit dem, ich gehe jetzt gezielt zum Wasserfall und so? Ach, naja. Das ist wie in der Philosophie. Ah, bei dem war irgendwie gar kein Fotobild. Ach, wahrscheinlich habe ich da schon ein Foto gemacht. Wir sind jetzt wieder bei dem See ganz am Anfang. Na toll. Huch. Fotomodus aktiviert. So, wir sollten in der richtigen Höhe sein, oder? Ja. Okay. Gibt es noch mehr Fische hier, die ich noch nicht fotografiert habe? Vielleicht. Ich weiß es halt leider nicht. Fische, haben wir 5 von 5? Yes. Okay, wo war der Wasserfall? Zurück zum eigentlichen Ziel. Nee, Hühner habe ich schon genug. Oh, Moment, ist da eine Spinne? Ich will's wissen. Eine Schnecke! Es war eine Schnecke. Das heißt, ich sollte mir vielleicht auch in den Häusern... Ach, da ist sogar noch was zum Einsammeln. In den Häusern so ein bisschen die Ecken angucken und so, weil vielleicht sind ja die Spinnen auch exklusiv in den Häusern unterwegs. Ich glaube, wenn man mit der chinesischen Musik nicht viel... Oh, ich habe mich mal wieder hingesetzt aus Versehen. Und das fotografiert. Wenn man mit der chinesischen Musik nicht so viel anfangen kann, dann ist das, glaube ich, nicht das richtige Spiel für einen. Das ist schon eine Grundvoraussetzung. So,
Sonst ist man da auch nicht sehr immersiv unterwegs, wenn das einen die ganze Zeit eher stört. Noch eine Schnecke. Yes. Oh, dann habe ich jetzt, glaube ich, auch 5. Das ist ja sehr schön. So, ich will das noch einsammeln. Ich kann halt echt nichts liegen lassen. Es tut mir leid. Ich will am Ende von der Folge noch oben zum Wasserfall kommen. Ich mag die Flügeldesigns, muss ich sagen. Haben wir hier noch Fische? Nein, schade. Oh, aber da ist eine Spinne, oder? Ja, da sitzt eine Spinne. Perfekt. Hey, vielleicht schaffe ich es auch einfach, alle Tiere noch zu fotografieren in der Zwischenzeit. Wie viele fehlen da noch? Frösche fehlen noch 2, Spinnen fehlen, Schlangen und Menschen. Frösche, Spinnen, Schlangen und Menschen. So, jetzt sind wir wieder super langsam, obwohl ich die Maustaste gedrückt halte. Ich weiß manchmal nicht. Aber vielleicht sind wir gar nicht so langsam, es kommt mir nur so vor. Das kann gut sein. Der Eindruck kann ja täuschen. So, ich fliege jetzt wieder weg vom Wasserfall. Ich weiß. Oder? Wo ist denn der Wasserfall? Ach nein, ich habe mich verflogen. Schlange. Ist hier noch mehr? Da ist so ein schöner Baum so in der Mitte, als ob er was zu bedeuten hätte. Ich meine, wir können ja auch weit nach oben. Und dann hängt da ein Vogel mitten in der Luft. Das ist natürlich nicht so schön. Okay, können wir einmal kurz gucken? Ich habe den Wasserfall wirklich aus den Augen verloren? Der war da hinten, kann das sein? Ich weiß nicht, ich bin irgendwo abgebogen, wo ich nicht hin wollte und jetzt haben wir den Salat. Sturzflug! Uha, giftgrüne Flügelchen. So, okay, beschleunigen wir mal wieder. Und dann gucke ich mal zurück zum Fluss. Der ist ja, glaube ich, von dem Wasserfall gekommen, der Fluss. Ein paar mehr Frösche wäre ganz nett. Die Texturen könnten sich auch ein bisschen schöner aufbauen, wenn man hier unterwegs ist. Mit einer gewissen Geschwindigkeit. Wow, okay, okay. Geschwindigkeit ist das Stichwort. Ah, da ist der Wasserfall. Ja, ich habe ihn einfach nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Die Berge haben mir den Blick versperrt. Ach, der sieht aber schön aus. Ernsthaft? Das ist ja richtig schade. Man kann nicht zum Wasserfall. Och Mann. Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Und schon habe ich das Gefühl, sehr eingesperrt nur agieren zu können auf sehr kleinem Raum. Da haben wir jetzt schon ein paar Wände gesichtet. Was natürlich schade ist. Denn dann kann ich wahrscheinlich da oben auch nicht hinkommen, oder? Ich rechne jetzt einfach damit, dass es nicht geht. Aber sieht gut aus. Oh, nee, der Baum, ja, ist auch Wand. Dass man das auch nicht mal eine Sekunde vorher sieht oder so. Nee, man wird dann einfach volle Kanne gegen die Wand geführt. Oh, da ist auch noch was zum Einsammeln zwischen den Bäumen. Dann sammle ich halt ein, anstatt zu schönen Orten zu gehen. Oh, da ist eine Schlange. Habe ich die schon fotografiert? Anscheinend. Schade. Ah, der Schmetterling soll nicht landen. Niemals soll er landen. Wo war das Einsammelobjekt?
also das Sammelobjekt, da. Das ist ja wirklich gut versteckt hier zwischen dem Bambus. Und eingesammelt. Ja, ich glaube, hier oben werde ich keine Spinnen und Frösche und so finden, oder? Leider. Aber ich will noch mal von oben gucken, ob wir noch ein paar mehr Sammelsachen sehen. Denn ich weiß halt auch nicht, wo man Spinnen, Frösche... Schlange! Ist das die fünfte? Wahrscheinlich noch nicht. Ach, nicht hinsetzen. Ich meine, es ist ja ganz nett, dass er sich manchmal hinsetzt und so. Und man kann dann bestimmt tolle Fotos machen, wenn man noch rein oder rauszoomt. Aber ist trotzdem nicht das, was ich möchte. Ich sammle jetzt noch die zwei Sachen hier ein. Schlange. Oh, das war tatsächlich die fünfte. Und, ach schön, mit diesen blau-roten Flügeln würde ich mich verabschieden von A Butterfly's Dream. Ich habe diesmal auch keine Umfrage im Community-Tab, aus dem einfachen Grund, weil das... Oh nein, 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 jetzt glitscht der Schmetterling aber ganz schön. Warum? Gibt doch gar keinen Grund. Fehlen mir noch Fische? Nein, okay. Warum? Was ist los, Schmetterling? Es geht ihm nicht so gut. Ah, der Vogel sitzt auch einfach mitten in der Luft. Das ist natürlich doof. Das ist nicht das, was ich euch hier jetzt am Ende zeigen wollte. Aber ja, weil das Spiel so wahnsinnig klein ist, wüsste ich nicht, warum ich da noch 4 weitere Folgen zu produzieren sollte. Ich denke, ich habe euch alles gezeigt, was das Spiel bietet. Denn das hat man, glaube ich, auch innerhalb von 5 Minuten gezeigt. Ich bin ganz froh, dass ich tatsächlich Trunks gefunden habe mit dem Auszug aus seinem Werk, dem Schmetterlingstraum. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr von Zhuangzi schon mal was gehört habt oder Zhuangzi. Ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten zu überlegen, wie es jetzt auf Englisch, Deutsch und allen Sprachen richtig heißt. Ich kann nicht weiter rauszoomen. Wenn ich sitze, kann ich nicht zoomen? Gerade der Glitch in die Kamera, unter den Boden, finde ich immer schwierig. Weil hier kann ich super nah ran und weit weg und so. Naja, komisch. Aber dem Schmetterling geht es auch wirklich nicht mehr gut. Ach, die roten Flügel sind auch ganz schick, wobei ich die noch schöner finde. Ja, das ist das letzte Bild von A Butterfly's Dream. Hier mit den Kühen im Hintergrund. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da für den Indie-Freitag. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.